Liebe Freunde, willkommen zu unserem Weihnachtsspezial mit Oxygen Not Included und der Dramatik von Weihnachten. Ihr kennt das vielleicht schon, Dramatik in der Familie, in der WG oder in der Kolonie. Und wir sind hier mittlerweile soweit und ich war lange am Überlegen, es ist ja schon die letzten Folgen unglaublich schwer gewesen. Und für dieses Let's Play, auch mit diesem fehlenden Schleim, eine große Herausforderung, für mich zumindest. Es gibt ja viele von euch, die das viel, viel besser können. Und ja, jetzt bin ich am Überlegen, was wir machen. Ich würde gerne diese eine Stunde mit euch jetzt etwas anderes machen, und zwar eine neue Kolonie anfangen, und zwar auf einem einfachen Planeten, denn das Ziel von diesem Let's Play ist ja einfach die Unterhaltung auch und diese großen Mechaniken, Maschinen und so weiter, die ich hier eigentlich mal bauen wollte. Und da ist vieles schief gegangen. Man sieht das ja auch zum Beispiel daran, dass jetzt viele verhungern werden. Auch hier werdet ihr es wahrscheinlich gleich sehen, dass noch Duplikanten verhungern werden, weil ich hier einfach nicht zurande komme. da habt ihr es gehört. Da habt ihr es gehört, ich habe natürlich schon vorweg gespielt, ein paar Minuten, und das versucht zumindest. Und deswegen wird es hier erstmal nicht so weitergehen. Wenn ihr das wollt, kann ich euch das Safe Game überlassen. Und das werde ich auch tun. Ich werde euch das Safe Game und den Welt Seed in die Beschreibung packen. So, und dann werde ich das erstmal so lassen. Ich werde es ja nicht löschen. Ich werde das so lassen. Ich werde aber mit euch auf einem neuen Planeten anfangen. Eine neue Kolonie. Zumindest starten wir jetzt einfach mal durch mit dem Terra-Planeten, beziehungsweise den Terra-Asteroiden. Da gibt es nämlich keine Hindernisse. Und das ist das, was ich eigentlich mit euch machen wollte. Ich bin nicht sicher, ob sie das nachgerückt haben oder ob ich hier einfach diesen neuen damals so ausgewählt habe. Okay. So, wie gesagt, ihr findet das in der Beschreibung, könnt ihr absolut gerne weiterspielen. Für mich ist das, ich habe hier echt eine Viertelstunde gespielt. Ich komme nicht raus aus dieser Problematik mit der Nahrung. Das Wasser geht aus, die Duplikanten kommen nicht nach. Die Sauerstoffversorgung ist hier brutal ein Problem. Und das ist so viel, die werden runtersterben bis auf 5 Duplikanten. Und ich habe ja schon eine ganze Weile versucht, hier sieht man das schon, hier oben rechts. Da, wo der Cursor ist, liegt schon ein Toter. Liegt hier noch irgendwo einer? Nee. Pullover liegen hier, okay. Das ist noch ein alter. Und deswegen auf jeden Fall beginne ich hier einen einfachen Terra-Planeten. So, ich werde mal kurz einschalten. Wir sind Zyklus 384. Wir haben insgesamt gespielt 26 Stunden in dieser Kolonie. Da wollte ich natürlich gerne die 1000 Zyklen schon nochmal erreichen. Da ist der zweite gestorben. Ihr hört das? Ich komme hier nicht zu Rande. Und zu Weihnachten ist das natürlich sehr, sehr schwierig. Also, wir machen hier einen kurzen Cut und dann sind wir gleich wieder da auf dem neuen Planeten. Also kurz dranbleiben. So, Freunde, da sind wir wieder. Weiter geht's mit dem neuen Planeten. Und wir machen hier einen ganz einfachen Terra-Planeten. Und hier gibt es keine Sachen, die wir vermissen. Den Weltseed, den kann ich euch jetzt schon geben. Wenn ihr das haben möchtet, kann ich den gerne mit aufschreiben. Ich mache jetzt hier einfach hin Voxel 2020. Und das ist der Weltseed. Ihr könnt das auch relativ einfach gestalten. Jetzt muss ich mal gucken. Ach, hier ist der Weltgenerator-Seed. Moment, war das jetzt der hier? Das sind die Koordinaten. Das sind die Koordinaten. Jetzt gucken wir mal hier einfach bei den Weltgenerator sieht, ob das sich unterscheidet. Ansonsten. Ne, man kann hier nur das eintragen. Also ich trage einfach mal ein. 20, 20. Und dann 01. Also 2020, 01 ist jetzt der Weltseed. Hilfspakete. Das lasse ich alles mal auf normal. Terra ist klar. Hunger, Standard, Stress lassen wir. In Ordnung. So, 2020-01, hier sind die Koordinaten, wir starten das Spiel. So, ja, man kommt natürlich immer nicht zu Rande so ein bisschen, ich werde das ein bisschen umstellen. Das größte Problem für mich war, glaube ich, auch der Ausbau der Umgebung, also das alles so breit zu machen und zukunftssicher. Und das werde ich ein bisschen umbauen. Ich werde mir auch gleich die Namensliste nehmen, die schon drinne sind.
die schon drinne waren, meine ich, auch in der Rostfabrik. So, und das machen wir jetzt mal ganz anders. Wieso ist das hier alles noch auf Overjoyed? Okay, das ist auch neu von dem letzten Recreation Upgrade. Und den Namen weiß ich noch gar nicht. Den Namen weiß ich noch gar nicht. Terra Bunker oder Terra Nova vielleicht, weiß ich gar nicht. So, oder auch Genesis, die Schöpfung vielleicht. So, Freunde, wen holen wir uns denn jetzt hier? Ich will erstmal jemanden haben und wie gesagt, die Liste, ich fange quasi mal rückwärts an. Rückwärts, ich habe eine ganze große Liste hier mit, weiß ich nicht, 20, 30 Namen. Und die werde ich von anders, von der Rückseite, von dem Ende mal anfangen, damit es ein bisschen fair bleibt, werde ich das einfach mal machen. So, und wen nehmen wir denn jetzt hier? Also, was ist denn jetzt hier? Innenausstatter. Kreativität 3. Nur ein bisschen mehr nach links. Kunstwerke kreiert. Aber ich brauche auf jeden Fall das hier. Ja, das ist der Moralbonus. Versorgung und Kochen. Ich will erstmal einen haben. Als Baumeister, jetzt ist die Frage, kann ich da, genau, Baumeister ist immer drin. Ne, ich will erstmal einen Gräber. Klingt bis nach Totengräber. So, Otto. Graben, Landwirtschaft. Huch, so, hat ein bisschen gehackelt. Ja, ich brauche schon ein bisschen besseren Graben. Mehr geht da nicht. Graben und Bauen. Nehmen wir doch mal Travaldo. Keimresistenz erhöht. Das ist gut. Mundatmer. Luftverbrauch erhöht. Ja, Stressreaktion erbrechen. Okay. Wenn er übermäßig viel Spaß hat. Overjoyed heißt es auf Englisch. Dann hält er eben einen Ballon. Super, genetische Eigenschaften keine. Okay, Travaldo. Und da werde ich jetzt auf jeden Fall mal den ersten Namen mit reinnehmen. Und das auch umdrehen. Das ist der Khan. Und ihr müsst natürlich ein bisschen jetzt mir zugestehen, dass ich nicht das, was gewünscht ist, immer erfüllen kann. Ich nehme einfach jetzt mal die Namen und gucke, wenn wir angefangen haben, ob ich da nochmal jemanden mit dazu nehmen kann. Also graben und bauen. Graben und bauen. Dann brauche ich erstmal natürlich ein Koch, ganz wichtig. Koch und Landwirt vielleicht. Koch und Landwirt. Das ist schon doll, ne? Das ist schon doll. Koch und Landwirt wäre gut irgendwie. Ja, das ist gut. Plus 1 Moral, klar, aber nur 15%? 15% Kochgeschwindigkeit, 15% Erntegeschwindigkeit, 8% Pflegegeschwindigkeit, 10% Chancen für Samen. Ganz wichtig, Ren. Kylo Ren? Nee. Kylo Ren auf jeden Fall nicht. Also Khan ist mit drin. Das ist okay, jetzt mache ich Derware oder der wahre Jay. Der wahre Jay, den nehme ich rein. Der wahre Jay. Das ist okay. Nachteule. Okay, der ist in der Nacht aktiv. Das ist auch interessant. Das heißt, den muss ich mit in eine Nacht, in eine Nachtzeitplan mit reinnehmen. Athletik gesenkt. Oh, nee, das geht nicht. 50% Bewegungsgeschwindigkeit. Das ist nicht gut. Das wäre ganz gut. Blase. Das ist okay. Wissenschaft erhöht. Schneller Lerner. Kochen ist klar. Bewegungsgeschwindigkeit ist auch gut. Schutzanzug Nutzung ist auch okay. Ja, graben, bauen, kochen. Wissenschaft, Blase. Zum Anfang brauche ich ja noch keinen unbedingt, der einen Pflegedienst macht. Wissenschaft wäre schon wichtig.
Kochkunst und Wissenschaft. Bubbles. So, Bubbles haben wir. Dann mache ich hier trotzdem erstmal die Ware, Jay. So. Also da nicht böse sein, ist das natürlich ein männlicher Zuschauer, der das wahrscheinlich gemacht hat. Der wahre Jay. Möchte ich aber trotzdem so ein bisschen zumindest anpassen. Okay. So, wir haben jetzt hier Graben bauen, Kochen. Athletik ist tragen. Irgendwie, jetzt ist es weg mit Hacken. Okay, manchmal habe ich ein bisschen Angst, dass hier irgendwas abschmiert. So, und dann nehmen wir nochmal. Bedienen, Deko. Brauche ich am Anfang noch nicht. Doktor, Forscher, Gräber, Koch. Lieferant. Lieferant ist ganz wichtig, ne? Viehzüchter brauche ich noch nicht. Ein Aufräumer ist auch cool eigentlich. Lieferant ist aber wichtig. Versorgung, gut. Kochen, okay. Auch cool. Landwirtschaft, das ist auch wichtig. Den haben wir drin, ist auch Nails. Graben erhöht. Blumenduft, wie geht das denn? Wenn er Pollen aus Blumenduft einatmet. Ballon Artist, okay. Das ist aber interessant. Eine gute Mischung. Nails wird dann auf jeden Fall Prinz. Prinz Teppich. Da machen wir Prinzessin. Teppich. Prinzessin. Ich schreibe es ein bisschen um. Teppich, damit es groß ist. 953. So, Freunde, wir haben unser Starter drin. Das ist gut. Und ich würde mal sagen, Genesis die Schöpfung. Genesis ist ja die Schöpfung und das werde ich auch so mal ein bisschen umbauen. Umbauen. Aber wichtig wäre ja auch das Zentrallager, weil das ja unser Ziel ist. Das wäre schon geil. Die Schöpfung. Da muss ich nochmal kurz überlegen. Oder das Kunsthaus. Nee, Genesis mache ich mal einfach. Das ist Genesis. So, alles klar, Freunde. Ich würde sagen, es geht los. Ich freue mich wirklich drauf. Es gibt auch ein paar witzige Mods, die ich mir angeschaut habe. Zum Beispiel so ein Nachtmod. Die ist ziemlich cool. Okay, fangen wir aber mal an. Ich habe die drei drin. Der wahre Jay ist mit drin. Oder die wahre Jay. Jetzt mache ich erstmal okay überall hin. Und dann können wir durchstarten. So. Also, Algen haben wir genug. Wir sind hier bei Granit. Das ist das übliche Ding, was wir hier haben. Nahrung haben wir ein paar unten hier. Was ist hier? Magmatit, Kohle gleich. Granit, hier ist schon Schleim. Ja, Schleim haben wir genug. Wasser haben wir hier. Kupfererz, das ist auch gut. Und hier wird es gleich warm. Das Gute ist aber, dass es nicht wie früher üblich gleich hier so rumging. Komplett warm überall, sondern dass man nach links und rechts gut weiterbauen kann. Okay. So, fangen wir doch mal an mit Plumpsklo. Wir bauen erstmal ab. Wir bauen erstmal ab. Und das in der Mitte würde ich auch gleich breiter bauen. Ich weiß nicht genau, ob ich das in der Mitte breiter baue. Ein bisschen. Okay, Freunde, wir bauen erstmal ab. Komplett hier. Und hier ebenfalls. Die Algen kommen auch gleich mit weg. So, fangen wir doch mal an. Brauche ich erstmal so nicht. Und dann natürlich gleich wegen der Nahrung schauen. Da müsste man fast schon direkt nach oben hier gehen. Sauerstoff haben wir hier erstmal drin. Wasser haben wir und Plumpsklos baue ich hier unten irgendwo gleich mit ran. So, ich würde sagen, Sandstein baue ich hier zwei weiter. Hier auch. Graben nach Ressourcen ist klar. Würde dann auch sofort hier die erste Leiter setzen. Zack. Hier geht es dann auch schon weiter. So, und dann fangen wir doch mal an. Ein Plumpsklo baue ich dann erstmal hier unten weiter. 1, 2, 3, 4. Ja, machen wir das hier unten in die Ecke gleich hin. Das passt eigentlich dann auch soweit.
Hier müssen wir ein bisschen aufpassen, weil das nur Sand ist. Das geht sofort, das bricht dann auch irgendwann. Sanitär, nämlich ein Flaschenentleerer, eine Handpumpe, meinte ich. Und die bauen wir dann sofort hier hinten mit hin. So, hier wollte ich natürlich das weiter bauen. Mal gucken. Was machen wir denn hier? Genau, das ist in Ordnung. Das bauen wir dann später hier auch so weiter. Das ist vollkommen in Ordnung. Hier bauen wir so hin. Okay, und dann auch gleich Medizin, das Plumpsklo. Das ist bei Sunny. 1, 2, 3, 4 lasse ich auch so. Bevor wir das aber groß weiterbauen, werde ich gleich nochmal die Fertigkeiten weitermachen. Plumpsklo. Machen wir mal gleich 3 Stück. Das ist in Ordnung mit 3. Genau. Medizin. Waschzuber machen wir auch noch. Und dann will ich aber nochmal gucken. Eins, zwei. Ah, warte mal, das lassen wir als großes Klo hier einfach. Da mache ich natürlich die Plumpsklos. Medizin. 3. Und 3 Plumpsklos. Okay, so. Temperatur, Sauerstoff, klar. Plumpsklo haben wir dann gleich fertig. Nahrung, 17,6 haben wir schon was. Da muss ich gucken, dass wir das natürlich wieder einlagern. CO2 nach unten wieder bauen, das Übliche. Und natürlich gleich ein bisschen breiter uns hier Luft verschaffen. Das mache ich ja auch schon alles raus, das brauche ich nicht. So, jetzt will ich aber mal gucken, Fertigkeiten. Also, fangen wir doch mal an. Aktuelle Moral 2. Khan hat wie immer, die machen das auf jeden Fall, kann ich noch gar nicht. Ach, die Fertigkeitspunkte, klar, sind noch gar nicht drin. Okay, dann können wir das natürlich auch so lassen. Aber hier die Prioritäten können wir einstellen. Ich lasse den Zeitplan auch so. Wieso ist denn das jetzt hier noch nicht drin? Sind die noch gar nicht erhöht? Graben. Ich dachte, es sind schon einige erhöht. Okay. Die nächsthöhere. Mit 2 hoher Priorität die Aktivierung der Ernährung hilft, die Laufzeit in Gebieten mit vielen Aufträgen hoher Priorität zu verkürzen und ist nützlich für große Kolonien. Sehr interessant eigentlich, das stimmt. Das muss ich später mal machen. Zeitplan. Badezeit, Arbeitszeit. Was ist denn das hier? Ist das Sonnenaufgang sozusagen? Okay, das lassen wir so. Hier müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Das Ding muss gebaut werden. Wasser sammeln, das ist klar. Ich mache mal ein bisschen schneller. Da müssen wir natürlich sofort auch die Ernährung umswitchen. Das ist auch klar. Da werde ich gleich mal gucken, ob es schon was ist. Mikrobenmatcha. Den können wir natürlich sofort auch gebrauchen. Den können wir natürlich auch gebrauchen. Den würde ich aber auch weiter nach oben setzen. Ich will natürlich erstmal das hier weiter bauen lassen. Also das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Kann ich schon Container bauen? Tatsächlich.
Das ist natürlich jetzt doof gewesen hier. Warte mal, das muss ich alles nochmal abreißen, weil die Tür ja fehlt, ne? Die Tür fehlt hier auf jeden Fall. Das will ich mit rein haben, auch für die Luftzirkulation. Mal gucken. Brauche ich das denn? Ich mache später die durchlässigen Ziegel. Die beiden Türen, ob ich das brauche? Ach, jetzt sind natürlich keine Klos da. Das ist auch wirklich doof. Das ging ein bisschen schnell. Jetzt muss ich natürlich hier erstmal die beiden Türen bauen. Dann, wie üblich, ein Waschzuber erstmal. Und dann diesen zwei breit. Drei Plumsklos. Eins, zwei. Hier können jetzt die Plumsklos endlich hin. Das können wir so lassen. Ja, hier müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen jetzt. Ist schon der erste Ärger hier wieder vorprogrammiert. Nicht gut. Nicht gut. Das müssen wir natürlich auch noch wegwischen, klar. Oh, wie langsam die noch zum Anfang sind, ist Wahnsinn. Die haben wir natürlich auch hingemacht. Oh, jetzt ist das auch noch verdreckt hier. Und verkeimt wahrscheinlich, oder? Sowieso verkeimt. Gut, das kriegt man auch nicht weg jetzt hier unten. Das ist ein bisschen doof. Wasser haben sie jetzt hier zumindest erstmal einen. Das ist okay. Und die erste Toiletten. Der erste Toilettengang kann hoffentlich passieren. So, verschmutztes Wasser. Da brauchen wir natürlich auch noch so einen Auslauf. So einen Auslauf. Ich kann erstmal den Flaschenentleerer so hinbauen hier. Das ist für sauberes Wasser. Das sollte reichen. Das ist aber auch ganz wichtig hier. Was ist das denn hier? Was sind da drin? Okay, egal. So, CO2. Das ist ungekühlt. Da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier kommt das nächste Fundament dann hin. Dann mache ich auch hier das nächste gleich unten hin. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Hier kommt das nächste Fundament hin. Das machen wir dann weiter mit runter. Und dann würde ich die Ration hier unten auch irgendwo mit hinstellen. Da mal gucken, ob das schon geht. Genau, hier unten irgendwo mit hinstellen. Da dürfte CO2 schon eine ganze Menge mit drin sein. Ihr seht das jetzt hier. Das haben wir, das ist gut. Wasser wird gebaut. Nahrung kommt natürlich dann auch gleich mit dazu. Braucht aber auch Strom. Dann würde ich das nächste oben schon mit hinbauen. Nahrung soll ja einmal mit hoch. 1, 2, 3, 4. Hier oben geht's weiter. Hier oben geht's weiter. Und dann ist natürlich auch ein Platz für die Duplikanten zum Schlafen. So, das machen wir so. Das ist gut. Das reicht dann auch schon vollkommen aus. Die nächsten werden wir dann noch gleich einstellen können. Das ist gut. Entschuldigung. So. Das sieht doch erstmal nicht schlecht aus. Ach, das ist noch gar nicht da. Dazu brauche ich natürlich erstmal die Forschung. Das ist ja bei der Nahrung drin. Diese Box. So, CO2 ist gut. Kommt hier unten hin. Das bleibt. Sauerstoff haben wir noch ein bisschen. Das heißt, ich muss auch bald für Strom sorgen. Und da fangen wir doch mal an mit der Forschungsstation. Die
stelle ich mal gleich hier oben hin. Die ersten Betten baue ich hier in die Mitte, würde ich fast sagen. Passen auch direkt 5 hin, das ist super. So, das wird fleißig gebaut. Container muss ich natürlich auch nochmal irgendwo hinstellen, klar. Gut, das geht gleich weg. Sauerstoffdiffusor, das ist auch in Ordnung. So, sofort schauen, was wir haben. Kohle. Viehzucht, Kochen, Versorgung und Bedienen. Das ist ganz wichtig. Gossman. Auch als Mädel. Gossman. 3 Maschinen. Maschinenbetriebsgeschwindigkeit. Aufräumgeschwindigkeit, Tragekapazität. Ganz, ganz wichtig. Immun gegen Lebensmittelvergiftung kann Forschung nicht ausführen. Viehzucht, Kochen, Bedienen, Graben, Aufräumen. Das ist ja auch super, ne? Schläft regelmäßig ein. Das ist doof. Ach, Nachtarbeiter. Ich mach Gossman. Gossman nehmen wir mit auf. Und das wird dann Darth Vader. Passt ja auch super. Darth Vader. Willkommen in der Kolonie Darth Vader. Ah, da haben wir schon einen. Aber wieso haben wir denn hier 0? Okay, dann machen wir hier erstmal klar Versorgung. Nimmt er sowieso. Verbesserte Tragefähigkeit, sehr schön. Moral. So, hier kommt nur sauberes Wasser rein, das ist okay. Dann werden wir hier die Betten bauen. Da kriegen sie gleich einen Bonus und dann werden wir auch gucken, dass wir die Forschung bauen. Klar, ganz wichtig. Und natürlich auch Strom. Ein Hamsterrad würde ich irgendwo daneben setzen. Ein Hamsterrad würde ich daneben setzen. Mit Kabel gut verstecken. Zack, zack. Das geht. Zugewiesen wird automatisch. So, jetzt ist Schlafenszeit. Ich hoffe, das geht hier. Das sollte in Ordnung sein. Schlafen kann man aber hier noch nicht. Aber das ist okay. So, die nächsten Aufträge für Strom sind auch erstmal da, ganz wichtig. Und dann würde ich Nahrung auch sofort weiter anbauen. Ganz, ganz wichtig für uns. Mikrobenmatscha. Wo bauen wir den denn hin, den Mikrobenmatscha? Würde ich schon mal hier unten nicht. Unten nicht. Ich brauche den hier oben. Ich brauche den hier oben. Betten sind jetzt alle da. Das ist schon mal gut. Errungenschaft haben wir. Bauen wir das mal gleich ordentlich durch. Wieso wird das jetzt hier nicht abgebaut eigentlich? Genau, jetzt wird's gemacht und dann muss ich das hier nochmal kurz wegwischen. Das eine Ding. Genau, das reicht schon. Sehr gut. Dann haben wir nämlich da auch das Wasser weg. Schmutzige Wasser zumindest. So. Der schwimmt hier. Der ertrinkt. Gut, da kann ich aber nichts machen. Das ist nicht so dramatisch. Nahrung wird hier sofort gebaut. Das ist okay mit den Waschzubern. Da baue ich jetzt mal die nächsten mit auf. So, wir brauchen natürlich noch Strom. Okay, das ist ein bisschen doof, dass das darüber geht gleich. Das, ja, was gibt es denn für Räume? Den haben wir, Baracke haben wir, Latrine haben wir. Gibt es noch einen Forschungsraum oder so? Speisesaal, Massageklinik, klar. Hä, wieso habe ich das jetzt so gebaut hier?
Das ist auch doof mit dem Ding. Es kommt aber später weg. Stallerholungsraum. Park. Mindestens zwei wilde Pflanzen. So, dann bauen wir erstmal hier noch ein Kabel ran. Ist natürlich eine ganze Ecke. Aber das ist egal. So. Dann mache ich natürlich schon mal die erste Forschung gleich. Oh, Sauerstoff. Oh, Gottes Willen. Ganz vergessen. Das Ding müssen wir natürlich erstmal hier hin pumpen. Mache ich einmal dahin und einmal dahin. Die brauchen natürlich auch Strom. Ganz wichtig. Mensch. Ja, das geht sonst schnell, relativ schnell zu. Haben wir dann hier noch Sauerstoff in der Nähe irgendwo? Moment, dann muss ich erstmal eins hier bauen. Machen wir mal Prioritäten auf 9. Das Hamsterrad, das Ding, das Ding, das Ding. So. Damit das auf jeden Fall erstmal gebaut wird. Das schließen wir natürlich ab. Waschzimmer nur in eine Richtung. Da haben wir auf jeden Fall genug. Das ist schon mal gut so. CO2. Oh Gott, wie gesagt, ich muss jetzt hier echt gucken. Das Schlafen ist jetzt nicht. Nicht, dass hier schon das erste, die erste Dramatik anfängt. Hier wird erstmal fertig gebaut, auf jeden Fall. Genau, Strom kommt. Batterie läuft. Alles, was blau ist, ist dann fertig. Oh Gott, wer erstickt denn hier? Bitte nicht, ey. Oh nein! Geh bitte raus. Nicht ersticken. Wie schnell das hier zugeht, ey. Oh Gottes Willen. Freunde. So, Algen. Jetzt läuft's. Okay, jetzt können die Duplikanten... Bitte, bitte, bitte. Oh Gottes Willen. Es hätte ja fast geklappt, ne? So, Alarmstufe Rot. Was wird denn noch hier gebaut? Können wir ausmachen. Erstmal wieder alles auf 5 machen. Prio haben wir auch. Das ist okay. Das Ding machen wir. Batterieladeschwelle. Machen wir mal runter auf 20%. Das ist okay. So, jetzt haben wir die ersten Sachen. Oh Gottes Willen. Also das war ja schon mal ein bisschen Dramatik. Sauerstoff kommt auch. Sehr schön. Pumpt sich alles voll. Und ich guck mal durch, was wir machen können. Massage, Tisch theoretisch. Sanitär. Nahrung ist natürlich das Wichtigste, ne? So, wer kann denn eigentlich forschen? Hatte ich nicht einen dedizierten Forscher? Wer war denn das, bitteschön? Nicht Forschung, Moment. Nee, da haben wir tatsächlich noch gar keinen. Darth Vader. Hatte ich nicht einen mit Forschung noch irgendwas? So, dann fangen wir sofort an zu forschen. Mal gucken. Wir bräuchten dann natürlich für die Nahrung. Landwirtschaft. Das hier. Kochzubereite können wir auch gleich braten. Elektrogrill ist auch wichtig. Machen wir. So, dann baue ich eben auch die Sachen als nächstes für die Landwirtschaft. Nämlich die Sachen hier. Ein bisschen Stress haben wir. Matschriegel, Läusebrot werde ich dann erstmal ja, forever machen. Beziehungsweise... 50, das sollte wohl erstmal locker reichen. Zu wenig Ressourcen ist klar. Wieso schlafen die denn jetzt? Weil die so müde sind, dass sie nachts nicht schlafen können. Das ist ja auch krass. So, Sauerstoff läuft auch. Das sieht man ja, wie lange das auch dauert. So, und die erste Nahrung. Muss ich gucken, wo ich die hinsetze. Ich würde die gerne...
Hier drunter setzen geht nicht, wegen dem Sand. Das ist ein bisschen schwierig. Das muss ich erstmal alles auslassen. Ich könnte die Nahrung auch schon direkt hier hinten anfangen. Hier hinten anfangen. Was ist das? Ein Vakuum? Hier oben haben wir auch noch Nahrung. Kohle. Sehr gut eigentlich. Sehr gut hier. Fangen wir mal hier mit der Nahrung auch gleich weiter an. Dass ich das Ding hier auf jeden Fall weiterbaue. Erstmal 3. So, das sollte für die Nahrung hier erstmal reichen. Das heißt, hier wird abgebaut. Hier wird abgebaut. Ich überlege gerade, ob wir hier auch weitermachen. Und essen würde ich gerne hier unten. Eine Kantine baue ich gleich hier unten hin. Möbel kann ich nämlich auch noch nicht. Objekt fehlende Ressourcen ist auch okay. Möbel kommen dann auch hier hin. Machen wir. So. Das heißt, es sind genug Aufträge da. Strom wird auch produziert. Die Dinger laufen wie Bolle. Das ist in Ordnung. Kann ich jetzt auch noch nicht abschalten. Und dann werde ich großflächig, wirklich großflächig und vorsichtig mit den Skills umgehen, weil da baue ich erstmal die Nahrungsvorräte richtig, richtig hoch. Muss ich hochpushen. Muss ich wirklich erstmal hochpushen. So. Hier ist die Frage, ob wir das zubauen können. Indem wir hier andere Türen haben. Hm. Ich guck mal, ob ich jetzt schon aufräumen kann. Mit Lagerbehältern. Ich werde Lagerbehälter schon mal hier anfangen zu bauen. So, machen wir das einfach mal. Landwirtschaftsraum. Die Frage ist, Landwirtschaftsraum? Speisesaal, mache ich erstmal hier. Kantintisch. Okay, das ist eine große Halle. Gibt auch schön Moral. Machen wir. Möbel kann ich noch nicht machen. Sehr gut. Okay, kommt aber bald. So, Forschung ist gleich durch. Da kann ich da tatsächlich auch anfangen. Geliefert wird auch Erde. Müsste ich natürlich noch einen Container hinstellen. Forschungsraum gibt es, glaube ich, nicht. So, Forschung läuft. Veredeln. Ein Kompost. Den machen wir natürlich hier hinten hin. Ein Kompost. Lass mich mal kurz gucken. Das ist mit der verschmutzten Luft. Sonst muss ich den nochmal umstellen irgendwann. Kompost. Machen wir den mal hier unten hin. Nahrung haben wir. Da kommt endlich die Box hin. Das ist auch gut so. Das ist auch gut so. Die stellen wir hier unten rein. Und wir fangen an mit den ersten Pflanzenkisten, Freunde. So, dann lasse ich das so hier. Kann hier richtig vollgepumpt werden. Pflanzenkiste, die... Könnte tatsächlich reichen für 4. Leuchtnymphenei. Schicker Anzug. Ich lasse es erstmal bei 4, würde ich fast sagen. 17, 17, 17. Ich lasse es erstmal bei 4. Leuchtnymphenei. Aber schlüpfen die denn automatisch noch? Ja, das wird automatisch gebrütet. Das ist gut. Leuchtnymphen können wir gerne gebrauchen. So, wir nehmen jetzt hier alles auf, außer organisch, würde ich sagen. Ich mache hier vorne einfach mal verbrauchbares Erz hin. Kohle, ganz wichtig. Und hier hinten dann alles außer organisch. Alge, genau. Alge brauchen wir nämlich da nicht. Beziehungsweise kann ich nur Algen reinmachen, das wäre auch gut. Nur Algen. Und die anderen sind hier die Hauptdinger dann. So, Landwirtschaft. Außerorganisch.
und außer verbrauchbares Erz. Sehr gut. So, und die Einstellung übertrage ich dann. Dann haben wir zwei dedizierte Container. Hier oben muss eigentlich mit Erde hin. Verhungern? Wieso das denn? Freizeit kommt. Okay. So, und dann kann ich auch sagen, dass wir hier alles aufräumen. Und dann kann man das auch erstmal eine Weile so weiterlaufen lassen. Strom ist keiner daran. Geht sofort wieder runter. Sauerstoff ist aber toll. Das ist in Ordnung. CO2 müssen wir natürlich gucken, dass wir das auch ein bisschen abbauen. Da kann ich auf jeden Fall... Ja, setze ich mal ein Algenterrarium hier hin. Das könnte funktionieren. Hier ist natürlich auch ein bisschen doof wegen der Tür hier. Ich setze mal eins hin. Das frisst natürlich wahnsinnig viel Wasser. Und deswegen... Ja, will ich das nicht unbedingt machen. Den Schlafraum haben wir. Ich kann es natürlich noch zubauen hier. Und Dekor muss ich auch gleich immer mit achten drauf. Das auf jeden Fall. Hier kommen die Kantinen hin. Klar, Möbel haben wir noch nicht. Raumoverlay, Baracke, Schlafzimmer, Speisesaal. Ach, ein Speisesaal wird es erstmal, genau. Das wird ein Speisesaal, wird später ausgebaut. Ein Gewächshaus, Landwirtschaftsstation habe ich natürlich noch nicht. Ein Stall, Erholungsraum, Park, Naturreservat. Also für, da gibt es dann nur ein Gewächshaus, eine Station. Die müsste ich dann später vielleicht abreißen. Hier baue ich noch einen Container hin. Pflanzen kommen rein, Mehlholz, ganz wichtig, gleich einpflanzen, wird sofort gebaut. Wird sofort gebaut. Und die anderen lasse ich erstmal noch, ich muss überlegen, wie ich das mache. Ne, die pflanze ich gleich ein und gehe dann später auch mit Tor und Home die ganzen Dinger hier schon ab. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. So, und hier unten haben wir das Ding. Kochzutat würde ich erstmal alles reinmachen. Das ist okay. Das Ding wird zerstört. Und dann ist das jetzt hier schon auf jeden Fall erstmal steril. Das ist ganz gut. Ungekühlt, aber steril, das reicht. Genau, sterile Atmosphäre. Forschung abgeschlossen, sehr schön. So, Möbel. Endlich haben wir Kantinentisch. Da mache ich dann schon mal 4 Stück hin. Machen wir das hier so rein. 4. Mache ich mal 5 auch gleich. Sehr schön. Nahrung. Acker. Elektrogrill. Ja, das war natürlich jetzt hier doof. Warte mal kurz. Das baue ich dann um. Das werde ich umbauen. Das baue ich dann hier oben mit hin. Unbedingt. Das kommt hier oben mit hin. Mikromatscher. Eigentlich hätte ich da auch 2 machen müssen. Baue ich mal so ein. Das reicht auf jeden Fall. Dann habe ich hier auch nicht so wahnsinnig viel Strom. Aber okay, das ist schon weg. Gehen wir erstmal hoch. Das reicht, das ist okay. Die Kiste bleibt, das ist auch gut so. So, dann haben wir den nächsten Raum. Ach so, weil das hier oben noch nicht zugebaut ist. Okay, verstehe. So, hier wird fleißig gebaut. So, Forschung unbedingt weiter gucken. Das wäre gut für die Moral. Aber auch Wasser. Wo kommt denn die große Maschine hin? Wir haben da Toiletten, wir haben hier das. Das braucht natürlich alles Strom. Fortschrittliche Forschung würde ich fast machen. Die Sachen, ja. Machen wir. Und dann könnte ich hier unten auf jeden Fall auch einen Entleerer machen. Für...
Josh, kann ich das deaktivieren auch, das Gebäude? Lieferung deaktivieren, Gebäude deaktivieren ist okay. Nee, Lieferung deaktivieren. Wir lassen es erstmal so. Muss nicht weiter beliefert werden, kann sich erstmal ausglühen sozusagen. So, hier unten, wenn der Sauerstoff hier weg ist, mache ich dann... Hier hinter mache ich ein Waschbecken hin oder ein Becken. Sieht man hier auch, kann ruhig da bleiben. Ein Becken für verschmutztes Wasser. Ja, das mache ich dahin, das ist okay. Beziehungsweise... Kann das auch hier neben bauen, das wäre auch interessant. Könnte das auch direkt hier neben hinbauen. Warte mal kurz, warte mal. Hier will ich ja gar kein Wasserbecken haben. So groß geht das, das ist cool. Der Container kommt natürlich erstmal weg. Die sind voll, hier kann also auch abgebaut werden. Dann bauen wir hier die Leiter natürlich nicht überall hin, sondern machen das so, wie es hier geht. Okay, das ist gut so. Und dann kommt jetzt hier verschmutztes Wasser rein. So, hier oben bauen wir dann die Küche hin. Sehr schön. Ja, das sieht erstmal ziemlich gut aus, Freunde. Und wenn das soweit ist, dann werde ich das auch so lassen und die Forschung weiter pushen und breit bauen. Richtig schön breit bauen und auch erstmal aufräumen. Und was ist denn das hier? Das ist Quatsch. Das muss ein bisschen aufgebaut, aufgeräumt werden. Wasser haben wir. Kompost kommt natürlich auch hin. Sehr schön, es ist alles steril, bleibt also so. Strom wird gepusht, 20% ist gut. Ah, sehr schön. So, Prinzessenteppich, jeder wird erstmal Versorgung machen, ganz klar. Ganz klar. Dann haben wir 4 davon. So, und dann geht's weiter. Jetzt lassen wir das erstmal eine Weile laufen. Moral. Das lassen wir eine Weile laufen. Sauerstoff kann sich hier durchglühen. Das mache ich mal weg. Sehr schön. Vitalwerte, Moral. Hungrig, Pitch Black. Ich kann nichts sehen. Was ist das denn? Muss ich da noch Lampen und so hinbauen? Kann ich natürlich machen. So, Nahrung. Mhm. Nice. Athletik erhöht. Forschung abgeschlossen. Sehr, sehr schön. Möbel. Wasserkühler. Während der Freizeit. Ja, dann machen wir den erstmal hier hin. Dahin. Und Deko brauche ich, ganz wichtig. Deko. Aber die Forschung lassen wir erstmal weiterlaufen. Mehllaus, ja. Das kann wachsen, das ist okay. L4 haben wir. Wasser haben wir 3,5 Tonnen. Sehr, sehr schön. Alles sehr, sehr schön. So, da sieht man schon, wie man jetzt hier auch die 3 Waschzuber braucht. Auf jeden Fall. Also das ist schon wichtig. Die haben jetzt erst ihre Freizeit, Mensch. Das ist ja krass. Da muss ich echt nochmal gucken. Wie gesagt, wenn einer das noch nicht weiß, warum ich das baue, einfach wegen der Luftzirkulation. Gerade zum Anfang, wenn hier noch keine Ziegel, luftdurchlässige Ziegel drin sind, dann baue ich natürlich hier die pneumatische Tür auch oben hin. Die zweite und schließe die dann erstmal ab. So, das Wasser warten wir, bis es da ist. Ich werde die Prio aber mal auf 6 komplettieren legen. Genau. Das Ding wird gleich gebaut. So, guck mal, was er schon für Aufgaben hat. Also das ist schon ganz schön viel.
Das ist schon ganz schön viel. Ja, der wird hier auch noch aufgefüllt. Algen müssen wir nochmal mit abbauen. Das würde ich hier extra nochmal... Ja gut, haben wir hier Algen. Ja. Algen haben wir da. Es muss auch aufgeräumt werden. Ne? Es muss auch wahnsinnig viel aufgeräumt werden. So, und jetzt. Wer ist denn der Aufräumer? Darth Vader ist der Aufräumer. Huch. Prios. Da sieht man das schon, ne? Aufräumen. Mache ich schon mal auf 2 plus. Es kristallisiert sich langsam heraus. Auch 2. Versorgung. Versorgung. Lagerung. Materialien holen. Mache ich auch nach oben. Aufräumen. Ja. Den mache ich erstmal ganz nach oben hier. Sehr gut. So, mehr habe ich jetzt hier auf den ersten Blick noch nicht gesehen. Ja, solange da nichts grün ist, brauchen wir da nicht gucken. Okay, so, das haben wir schon. Hier muss jetzt eigentlich hin immer Dünger, glaube ich auch, ne? Erde kommt hier rein. Erde ist okay. Dann mache ich die Erde nämlich auch hier raus. Genau. Ja, so ist es. Nährstoffreiche Erde soll hier rein zur Düngung. Und natürlich auch hier. Okay, hier brauchen wir natürlich auch noch Erde. Wegen der Forschung. Aber okay, lassen wir erstmal so. So, Einstellung übertragen. Machen wir natürlich. Soweit es eben geht. Sehr schön. So, genau. Hier ist das Abwasserbecken. Hier ist das Abwasserbecken. Das andere Becken machen wir vielleicht daneben gleich groß. Das würde ich auch machen. Das kommt hier nachher weg irgendwie. Das kommt dann irgendwann weg. Das sieht sehr, sehr gut aus hier. Lieferung ist deaktiviert. Wen haben wir denn hier? Einen fünften. Dekorieren, ganz wichtig. Wow. Ein Dekorateur. Sand brauchen wir nicht. Jean, ganz, ganz wichtig. Und das wird das wieder haben wir. Entengans. Entengans, sehr schön. Willkommen bei Entengans. Bettchen ist bereitet, Stuhl ist da. Dekoration. Prio. Dekorieren, auf jeden Fall. Und kein anderer. Verboten an alle, außer an das. Nee. Nahrungsmangel. Ja, da muss ich aufpassen. Da muss ich dann nochmal nach oben gehen, gleich. Und das rausholen. Auf jeden Fall. Forschung läuft noch. Ja, Forschung läuft. Nahrungsmangel. Ich muss mal kurz innehalten. Gut, gehen wir erstmal bis nach oben. Holen uns hier was raus. Ach, Sauerstoff stört natürlich. Dann mache ich das so, das geht. Und ernte das zumindest erstmal ab. Moment. Da ist die Ernte, das haben wir. Ja. Das ist in der Nähe. Das ist in der Nähe. Das ist okay. So. Ja, auf Nahrungsmangel muss ich natürlich aufpassen. Klar. Läusebrot, Matschriegel könnte ich machen erstmal. Kann man auch wirklich machen. Also vielleicht 10 Stück oder so. Das passt schon. Das kann man auf jeden Fall nachholen. So, das reicht dann hier auch aus. Denke ich mal, für die 5, das bleibt auch erstmal eine Weile so. Einstellung übertragen.
Nee. Nicht desinfizieren. Übertragen. So. Das Ding noch. Sehr gut. Strom muss ich dann auch nochmal gucken, dass wir das ein bisschen verbessern können. Aber erstmal passt das so. Das ist gut hier unten. Das ist alles in Ordnung. Hat wahrscheinlich kein Wasser, oder? Reicht. So, das ist auch noch fertig. Okay, dann haben wir alles drin. Sehr, sehr gut. Die können wir doch noch gleich mit abernten. Wieso wird das Ding jetzt noch nicht gebaut? Das dauert noch eine Weile. Strom ist wie immer nicht so richtig da. Ja, schwierig. Ich hoffe, das reicht für die Nahrungsproduktion zumindest. Ja. Okay, die Matschriegel reichen auf jeden Fall. Also das geht. Nahrungsmittelsicherheit, klar. Und zur reichen Sauerstoffproduktion. Hier wird dann auch noch weiter gebaut. Das kann man also erstmal so eine Weile laufen lassen. Das passt schon. Das ist okay. Forschung. Kohle wird hier auch ausgespuckt. So, sieht schon mal nicht schlecht aus, würde ich sagen. Wir bauen auch mit in beide Richtungen, das auf jeden Fall. Ja. Was können wir jetzt hier noch verbessern? Das ist klar, da haben wir natürlich noch nicht genug Samen. Die kommen aber automatisch mit rein. Und das passt dann auch. Nahrungsmangel sollte damit erstmal erledigt sein. Okay, lassen wir das erstmal so. Wieso kommt da keiner ran? Deswegen. Ja, guck mal, was sie schon zu tun haben, ne? Das ist schon Wahnsinn. Auch mit der Lieferung und dem Aufräumen auf jeden Fall. Das kann man da nochmal eine ganze Weile eigentlich so laufen lassen. Puh, was habe ich denn da jetzt gemacht? Das sollte weiterlaufen erstmal. Ich gehe mal die ganzen Sachen durch. Kabelbatterie, klar. Eierbrecher. Wo sind denn die Leuchtnymphen-Eier? Sind die weg? Sind die verstorben? Oder eingegangen? Da ist nichts drin. Hier auch nicht. Hm. Sanitär. Haben wir alles. Veredeln, Medizin. Massage, Tisch. Natürlich könnte man irgendwann machen, wenn der Stress zu weit geht, würde ich sagen. Vitalwerte, Moral ist super. Das passt. Grässliche Mahlzeit, Dekor. Ja, dann mit dem Dekor müssen wir natürlich dann weitermachen, wenn die Forschung da auch durch ist. Aber auch erstmal müssen wir hier weiter laufen lassen. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir können jetzt hier schon mal einen kurzen Cut machen für diese Weihnachts-Sondersendung. Ich hoffe, euch hat das gefallen und ihr könnt mir natürlich wie immer Tipps dazu geben. Seid auch nicht böse, dass wir das jetzt das andere erstmal pausiert haben, beziehungsweise ja, abgebrochen haben. Ich werde hier ein entspanntes Let's Play auf jeden Fall machen und für eines meiner Lieblingsspiele, Oxygen Not Included, natürlich weitermachen. Und Kommentare wie immer gerne unter dieses Video. Ich wünsche euch eine tolle Weihnachtszeit und natürlich mit euren Liebsten diese Zeit zu verbringen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Und ja, ich zeige euch jetzt nochmal den aktuellsten Trailer von Oxygen Not Included. Der ist gerade mal 3 Tage alt, glaube ich. Den hänge ich hier hinten mit dran. Und genießt also nochmal diesen kleinen Trailer von Oxygen Not Included. Also diese kleine Comiczeichnung von den Entwicklern selber. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Also, habt eine ganz, ganz tolle Zeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.